So, hallo miteinander, willkommen zurück zu Emir mit Freelancer und. Mir. So. Genau. Wunderbar, ein bisschen Probleme haben wir bei dir oben hier. Wir werden mal gucken, dass wir das jetzt in den Griff bekommen. Vielleicht lasse ich auch. Ich muss mal gucken, ob ich bei dir eine Defensivzone einrichten kann mit meinen Leuten, mit meiner Armee. Das könnte ich ja theoretisch auch mal ein bisschen helfen. So. Mal aufgestockt und hier. Noch mal ein paar Träger mehr mit. Einen. So. Was sagt euch meine Ökonomie? Ja, ich würde sagen, ja, umso mehr Truppen wir. Jetzt gehen jetzt leicht ins Minus mit minus 2, aber das passt schon. Wir haben eine ganze Menge. Und wir sind natürlich am Anschlag, was das Abschöpfen und wieder rein tun hier angeht. Ja. Da kann ich mittlerweile mehr Privilegien hier mir rausholen. Nee, ist immer noch 25 das Maximum. Will aber mehr. Und das, die gute Nachricht ist, so wie gestern, dass ich Metallurgie, zumindest theoretisch, er hat sie noch nicht erforscht, ja, aber er hat auf jeden Fall die Idee dazu. Ich hoffe, dass es jetzt noch beim nächsten Tick dann fertig ist. Genau, und dann können wir endlich mal hier weitermachen. Gut, also, was sind denn hier? So, wir nehmen mal ein bisschen Fleisch mit. Oh, ehrlich gesagt, wir nehmen 100 mit. Stecken etwas hier rein. Warte, sind das? Nee. Boah, kann ich hier Ostriche anbauen? Du bist arid. Müsste eigentlich also gehen. Also das heißt, ich könnte auch. Ja, es wird kurz dauern, alles, weil ich hier fünfmal im Kreis laufen muss. An das hier erstmal ab, dann komme ich zu dir hoch, dann muss ich aber wieder nochmal runterlaufen, um ein bisschen zu jagen. Ich sag, dann schau mal kurz an, wie das bei dir aussieht, alles. Und irgendwas optimieren kann. Ja, und dieses Dorf hier ist es, was ihn immer angreift. Hier irgendeine komische Random Barbaren Party, die wollen wir nicht angreifen. So, ich denke. Aber komm, lauf mal kurz hier, dann schau mal, wie viele Leute die da drin haben. Ja, tatsächlich 30 Stück. Gucken wir uns mal Chernopix an. Ist ein bisschen mutierter Schweine. Hat keiner, ne? Ich hoffe, dass ich jetzt zu dir komme. Wie würde sich das hier lohnen, ne? Tja, am Hämmer und Leder. Ich meine, wir könnten die natürlich locker schlagen. Oh. Hier, Chickpeas. Cool, Kichererbsen. Wie wird es hier geben? Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Ich meine, wir werden jetzt eh keine weitere Kolonie aufmachen, weil wir nicht genug State Power haben. Aber trotzdem. Müssen wir mal abwarten, wenn die genau nach einem Angriff sind. Dass wir die dann angreifen, dass ich die dann angreife. So. Ah, da ist deine Armee. The Lightnings. Aus Sidoria. Hast du dir den Namen Pulposa eigentlich ausgesucht? Nö, random. Wie kann ich dir jetzt eigentlich Zeug schicken oder geben? Bei mir ablegen quasi. Jo. Du gehst mit dem Schwein einfach auf meine Stadt, wo du es ablegen willst, und dann machst du ins Inventar und machst Unload. Was hast du denn dabei? Ah, 10 Äxte. Also auf deine Stadt kann ich nie gehen. Direkt. Hä? Ah, warte, haben wir zwei noch keine? Müssen wir eine Rite of Passage haben? Proposed Treaty? Ah, nein, tatsächlich nicht.
Okay. So. Es ist halt komisch, weil ich kann bei dir rein in die Stadt. Ja. Gut. Ich gucke jetzt mal deine Stadt an. Also wenn du sie ablegst, dann legst du aber in der Hauptstadt ab, ja. In Sri Lanka, nicht in der Kolonie, weil die wird oft geraidet oder habe ich keine Verteidigung. Oh, jetzt werde ich aber gerade angegriffen. Glaube ich. So, jetzt kommt gerade die Nachricht. Oh ja, da kommt welcher. Schnell weg. Ja, 100. 100 Porkos, okay. Gott, hoffentlich schaffen das mal Leute ohne die eigentliche Armee. Ja, das sieht ja alles eigentlich recht vernünftig aus hier. Gut, ah, dann mal. Ach, na, die greifen die Kolonie an. Muss ich eigentlich weiter runter einfach durchgehen in deine Hauptstadt? Meine Hauptstadt ist doch direkt daneben, neben der Kolonie. Achso, ne gut, die habe ich, sehe ich nicht. Bin gerade auf die andere Seite gelaufen, deswegen. Ah, okay. Okay, So. klar. Schön, jetzt wird unsere Kolonie geraidet. Das ist natürlich äußerst schrecklich. Was für Spasten diese Barbaren doch sind. Mit ihren 100 Mann, ja, hier, viel Spaß. Gegen den einen Turm. Der wird euch alle töten. Okay, ich habe immer noch keine Fecht. Immer noch keine was? Also ich kann immer noch nicht zu dir rein. Ich sehe dich hier gerade auch gar nicht. Du kannst nicht nach oben nach Sri Lanka. Nee. Treaty of Chiefdom of. Ah, warte mal. Kann es sein, dass. Allows units of free oink truffle to travel in the territories of the gets. Ich glaube, wir müssen das. Du musst das, glaube ich, mir anbieten. Oder kann ich das auch andersrum machen? Warte. Host Treaty. Nee, du musst mich anwählen, also geh auf mich, dann Propose Treaty und mach dieses Rite of Passage und Trade Agreement. Dann müsstest du auch bei mir reinlaufen können. So, versuch's mal jetzt. Nee. Wieso geht das denn nicht? New Treaty, New Peace Treaty, aber gives rights of passage and allow trade. Negotiate. Was? Jetzt was bekommen haben wir eigentlich noch. Agree to Treaty, ja. Nö. Ach, was ist denn los? Das macht absolut keinen Sinn. Das funktioniert bei meinen anderen Leuten, funktioniert das auch einwandfrei in beide Richtungen. Vor allem kann ich halt bei dir rein. Ich das hier irgendwie. Dann, dass ich ein Reich bin? Nein, das kann das natürlich nicht sein. Tja, keine Ahnung. Musst du die extra wohl behalten, hm? Ja, also ich kann das auch immer wieder auswählen hier, das ist echt komisch. Ich mach, ich mal, probier's mal anders.
Ach, du hast die ganzen Ideen hast du vorhin auch nicht bekommen, irgendwie. Ach so, nee, es kann sein, weil. Ja, der Server kurz zurückgesetzt. Und jetzt? You cannot move here because you have no right of passage. Ja. Du musst das schon annehmen und nicht ablehnen. Der Witz ist, ich habe das ja jetzt echt schon 100 Mal angenommen. Und wenn ich auf dich draufgehe, so New Treaty, Permanent Engagement, jetzt müssen wir alle Treaties mal aufkündigen und dann nochmal neu machen. So. Wird da trotzdem alles noch angezeigt? Ich glaube, da hängt irgendwas. Siehst du lieber Banner, die da links auf die Kolonie eindreschen? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht soll man den Server nochmal neu starten, keine Ahnung. So, oder braucht der eine Weile, bis er das hier versteht? Oder vielleicht muss ich auch nochmal einmal, ich komme einmal in die andere Ansicht rein, dann komme ich wieder raus und dann. Vielleicht geht ja dann irgendwas. Ich klau dir mal so einen Strauß. Mach mal. Das sind nämlich plus 2, die haben eine 11er Kampfkraft. Das sollte ich schaffen. Ich dachte, dass du meine schöne Stadt siehst. Also angucken kannst du sie ja, ne? Oh, was ist das denn? Oh. Ich cancel die jetzt auch mal. Ja. Außer alle weg. Diese wertlosen Treaties braucht hier keiner. So, ich muss noch mal kurz unsere Jungs hier umstellen. Ja, ihr seid die eigentlichen Jungs hier. So. Schon wieder nicht funktioniert. Okay, vielleicht starten wir gleich erstmal wirklich den Server nochmal neu. Vielleicht geht's dann. Beziehungsweise wir machen es erst, wenn die Folge vorbei ist. 5 Inaktive. Was sagt denn unser Gesamtbild? Ja, haben wir jetzt eigentlich genug Weed? Ja, gerade so. Haben wir hier genug Äpfel? Auf, wir haben 19 Äpfel. Kann es sein, dass ich dich hier, wenn ich das Ding finden würde, ne? Wo ist da? Ja. Ja, natürlich, du hast ja noch gar keinen. Da war ich ja äußerst schlau hier eigentlich. Ja. Dir noch nichts zuzuweisen. Sehr gut. So. Bestimmt wieder zu viel, oder? Ah, nee, noch nicht. Diese Fertility hier. Ist schon nachgeschaut, ja. Es ist irgendwie der Also wenn ich. Nachteil am Kontinentalklima. Du hast überall Also nur ich drei glaube. Fertility, sonst nichts Besseres. So, jetzt. Also wenn ich dir jetzt hier wirklich da stehe, also gebe. Da steht dann wirklich allows unit, also dein to travel in this territory of Zugete. Also ich krieg auch keine Rechte, dass ich bei dir. Also ich gebe dir nur das. Ja, genau. Es macht keinen Sinn eigentlich. Keine Ahnung. Weil wir das. Wir müssen das halt auf beiden Seiten irgendwie auswählen. Dann müsste es eigentlich gehen. Ja, das gibt's ja gar nicht, die Auswahl. Propose Counter-Offer. Ach, jetzt gibst du mir Ideen. Nee, ich soll dir Ideen geben, so Okay, damit ich genau. So, Join Nation habe ich gehört. Nein. Send.
Müsste das auch definitiv neu hier behandeln. War ganz furchtbar, der Treaty. So. Ja, die Karte, meine Karte wird auch echt immer voller. So viele Felder. Wie sieht es mit dem Mörchen aus? Mörchen sind immer noch okay. Vital Needs sind auch eigentlich super hier mittlerweile. Trotzdem sehr wenig Wachstum. Was ist denn hier unsere zweite Verteidigungsarmee? Post die mal mit 5 weiteren Bogenschützen. Also ich habe jetzt so viel Zeug gekriegt, wo ich von dir hochgelaufen bin. Ist doch auch mal schön hier. Ich weiß nicht, jetzt sind wir vielleicht bald echt an dem Punkt, dass ich switchen muss auf wieder steuern. Einkommenstax 5%. Da hätten wir aber wieder negative State Power, das will ich nicht. Dies ist doof. Steuern sind eh doof. Wenn wir ohne Steuern gut auskommen, hätte ja Steuern schon mal drin. Aber ohne wäre es trotzdem besser. So. Das Einzige, was ich nicht hinbekomme die ganze Zeit, ist tatsächlich mal. mal diese ollen Hunter. Die Guards kriegen auch nichts ab. Ich sollte mich halt echt auf eins spezialisieren. Und das ist halt eher schon die Furnishings hier. Die gute Pottery. Da brauche ich halt nur 21. Ich muss meine Produktion nur verdoppeln. Ja, das wird passieren. Ganz klar. Kann ich hier eigentlich wieder irgendwas ausschalten? Nicht so wirklich. Echt immer fragen, wo die ganzen Leute hier eigentlich arbeiten, aber es sind 71 Farmer, also sagt das eigentlich schon alles. 96% Justice. Guardings hat 75. Das ist halt hier diese ganze Festungsreihe hier mit den ganzen Türmen. So, dann gehe ich jetzt auch mal wieder. Gehe ich jetzt auch wieder raus? Gehe ich jetzt raus? Gehe ich nachher raus? Ja, wegen jetzt, wir müssen erstmal gucken, wie unsere Kolonie den Angriff überstanden hat. Ach, die sind da immer noch. 119 gegnerische Schweine, das ist geil. Ja, Vital Needs sind nicht mehr so gut, das wissen wir ja. Wir müssen Zeug einfangen. Diese ganzen Ostriche hier. Weil die echt scheiße sind, weil die. Ja, leider Gottes. Nur Fleisch bringen, da wären die Kamele hier schon besser, oder? Oh Gott. Oh, die sind als Stärke 412. Oh, halt, nein, 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 nein. Lass bloß diese Barbaren hier stehen. Okay, ich würde sagen, wir suchen mal mehr Goats, ehrlich gesagt. Die Goats gaben ja auch Leder. Elefanten fahren wir natürlich auch nicht schlecht. Ja, die sind hier, das ist wahrscheinlich wieder hier buggy. Ah, wir können sehen, was die geplündert haben. Ja. 12 Hose, 36 Meat, 52 Kapustas, wenn man so schneidet. Salatköpfe sind's, richtig. So, der Herr von Pulposaya. Ja, ich sehe immer mehr Treaties hier. Ich habe halt echt Angst, in Gebiete reinzulaufen. Jetzt steigt meine Population wieder extrem. Ah, sehr gut. Ist irgendwas. Gross plus 7,1. Ist irgendwas verändert oder? Einfach. Ist jetzt der ich war ja kurz unterwegs. Und. Ich habe 2 Häuser ausgebaut. Ah. Hier 3. Nee, ich glaube, durch das.
dass ich Fisch gefunden habe. Hier sind Goats. Zwei. Naja. Sollten uns ja wenigstens dann nicht töten können, wenn es nur zwei Stück sind. Wow. Oh, Junge, hast du es bald hier. Müssen wir hier mal die 5 Actives wieder hier rüber packen. Da kein Wachstum mehr. Wir sind kurz davor, die 1000 hier zu knacken. Und wir warten natürlich immer noch auf die Metallurgie. Kannst du Kichererbsen anbauen? Ich könnte sie in meiner Kolonie anbauen, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, Kichererbsen sind Desert. Und nicht Arid. Ich kann es dir gleich sagen. Geh mal rein in die Kolonie. Vielleicht hört der lustige Kampf dann endlich mal auf. Zumindest die Animation. Wie gesagt, immer wieder überdenken, das Spiel ist ja noch gar nicht draußen und so. Offiziell auch gar nicht verfügbar. Also nicht wirklich. Können also noch einige Bugs hier natürlich vorkommen. Die laufen hier echt immer noch rum, ne? Stürmen wir gerade die ganze Zeit dagegen und kommen hier nicht vor. Nein, oder? Kann es sein, dass ich diese Schlacht jetzt noch gewinne oder was? Weil die zu blöd sind, hier diesen Turm zu killen. Das wäre natürlich echt prächtig. Ich kann natürlich nicht nachschauen, solange die kämpfen. Ich kann nicht meine Gatherer nicht richtig anklicken. Das ist auch die letzte Armee hier, oder? Was muss man eigentlich erforschen, damit man den Turm bauen kann? Den Turm? Guards, glaube ich. Wachen. Ich weiß nicht, ob du das schon hast, weil es gibt ja Technologien, die müssen, wir werden so nach und nach freigeschaltet, deswegen kann ich immer nur nach und nach immer wieder Ideen geben. Ah, ja. Das ist auch gut. Tja, das kann sich hier nur um Stunden halten, bis die hier fertig sind. Vielleicht ist das wirklich die gesamte Truppe, der gesamte Rest. Das hat echt erklären, wieso das so lange dauert und wieso dieser Turm immer übrig bleibt und wir nie wirklich Ressourcen hier verlieren, wenn wir angegriffen werden. Tja, das ist natürlich ein Jackpot. Wenn die Barbaren solche Schweine sind, Schweine im Sinne von nicht Menschen, sondern Schweine im Sinne von Schweine, dass sie ständig die arme, wehrlose Kolonie angreifen, dann finde ich diesen, finde ich es völlig okay, dass wir diesen Exploit hier benutzen. Ungewollt, muss man ja sagen. Okay, hier haben wir auch viel Charcoal. Vielleicht soll ich die auch mal rüber schippern in die andere Stadt. Die Randoms sind auch rappelvoll. Wir hätten hier, weil wir drüben in der Hauptstadt nicht mehr so viel Clay haben. Das könnte man auch hier alles abbauen. Eigentlich ist die Kolonie hier sehr geschickt. Das muss man wirklich sagen, vor allem war ja gut, mein Kupfer hat sie auch. Das sollten wir die irgendwann doch mal beschützen. Und natürlich Gold haben wir ja auch noch. Ich habe völlig vergessen. Irgendwann ein richtiges Münzsystem hier einführen oder so. Aber gut, in Anbetracht dessen. Nee, ich kann den Server nicht mitten in sowas hier neu starten. Wir sind auf den Kampf warten, bis der Kampf vorbei ist. Ach ja, gut, dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Wenn es weitergeht. Ciao, ciao. Euer Freelancer.